Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 3. Und heute, meine Damen und Herren, werden wir mal versuchen, irgendwas zu schaffen. Zum Beispiel die Crowbar zu holen oder so. Naja, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal drauf los und wenn ich irgendwas schaffe, dann gebe ich euch Bescheid. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der Nachbar ist auf jeden Fall am Schlafen. Ich glaube, er ist nicht mehr am Schlafen. Gibt es hier einen Fahrstuhl? Alter, man sieht einfach nichts. Okay, ist gerade auf Klo, okay. Huch. Ey, wisst ihr, was wir... Also, wir müssen wieder eine Taschenlampe holen, aber... Ah, das ist jetzt kritisch. Wir nehmen auch so eine Lampe mit. Warte mal hier, genau. Ey, das sind doch Schüsse. Das sind doch keine Dings. Das sind doch keine, wie sagt man? Blitze mehr. Ich überlege mir gerade, wir schmeißen, glaube ich, kurz da unten das Fenster ein. Nope. Ey, es fängt schon wieder an hier. Nope. Nope. Als ob. Nope. Nope. Ey, als wenn der auch kein Fenster eingeschmissen hat, Alter. Wir haben jetzt dann gleich hier gar kein Stuff mehr. Nope. Oh mein Gott, so knapp. Nope. Nope. Wie? Hä? Wie kann ich denn kein... Ich stell jetzt mal diese Lampe hier hin, Alter. Wie kann es denn sein, dass ich... Wie kann es denn sein, dass ich immer noch nicht dieses scheiß Fenster getroffen habe? Nope. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn es jetzt dort gestuckt wäre, ne? Ich wäre aber... Ach Gott, dachte schon. Ist hier out of order? Okay, also scheinbar können wir wirklich noch nicht in den Fahrstuhl. Oh Gott. Ach komm, scheiße. Also, oh mein Gott, mein Herz. Oh mein Gott, Alter. Leute, das ist doch gerade ein Scherz. Ach Mann. Ich dachte, er sieht mich... Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, ich dachte, er sieht mich nicht mehr. Er hat mich doch noch gesehen. Scheiße. Okay, ich weiß leider actually gerade nicht, wo er ist. Wir gehen mal kurz hinten. Er stand die ganze Zeit da. Egal. Wir haben es jetzt schnappen lassen. Das heißt, er ist jetzt weg dort. Dann gehen wir jetzt mal hinten rum und holen mal die Magnetpistole. Weil dann könnten wir zumindest schon mal einen Schlüssel holen, der, glaube ich, dann relativ wichtig wird. Ich glaube, der war ja hier. Man sieht halt nichts. Es ist so krank, wie wenig, dass man sieht. Ich muss kurz vorne rein, um mir eine Taschenlampe borgen. Von unserem netten Nachbar. Oh mein Gott. What? Hä? Wo war der denn? Wieso haben wir überhaupt keine Taschenlampe, Alter? Ist hier vielleicht irgendwo eine Taschenlampe, Alter? Da, Alter. Fucking finally, ne? So, und hier war doch... Genau, danke. Oh Gott, ich dachte kurzzeitig, ich habe die Taschenlampe geschmissen. Aber habe ich zum Glück nicht. Okay, aber jetzt geht er wahrscheinlich gerade nach hinten. Deswegen gehen wir auch mal hier durch. Warum nicht, ne? Dann machen wir hier mal den Stuhl weg. Platzieren den hier. Oh Gott. Alter. Das war vielleicht jetzt ein bisschen auffällig. Oh mein Gott, Alter. Ich erschrecke mich dann immer so hart und dann renne ich gar nicht mehr weg, sondern bleibe einfach stehen. So, jetzt müssen wir halt diesen Jump schaffen, ne? Weil da können wir dann die Magnetpistole benutzen. Das wird jetzt einfacher als gesagt. Oder, ja, keine Ahnung was. Es wird auf jeden Fall einfacher als wir... schwieriger als wir denken, meine ich natürlich. Okay, egal. Wir versuchen... Oh mein Gott. Funktioniert das, wenn wir hier dran laufen? Nee, keine Ahnung, wieso das Licht gerade... Wieso sind hier zwei Augen, Alter? Ist ja mega scary. Naja, versuch's jetzt einfach mal. Ich hoffe nicht, dass wir runterfallen. Natürlich fallen wir runter. Können wir nicht hier, genau, hier direkt am Fenster einschmeißen, dann können wir immer direkt wieder nach oben. Nope. Was? Ach komm. Okay, jetzt muss es schnell gehen. Nein, ja, lol. Oh mein Gott, Alter. Habt ihr, ich weiß gerade nicht. Ach egal, komm, scheiß drauf. Ich sage nichts mehr dazu. Es leuchtet hier eigentlich so rot, Alter. Wir schmeißen, wie gehabt, hier immer ein Fenster ein. Oh. Lol, eine Falle auch noch ausgelöst, Alter. Bin halt krass. Oh mein Gott. What, du Opfer? Du kommst hier nicht hin. Wo geht er jetzt hin? Ja, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch Schnuppe egal. Digga, immer wenn ich nach da hinten komme, macht es das Licht aus. Aber jetzt nicht. Hey, guck mal. Wenn ich jetzt hier versuche, es geht nicht mehr. Hä? Doch, hä? What? Ich drück nix. Also, halt WASD, aber... Wieso hantet mich der Typ eigentlich immer noch? Komm mal, was? Als ob der Boden darüber nicht gehalten hat. Als ob der Boden darüber nicht gehalten hat. Oh mein Gott. Wow! Was? was?
Alter, wieso war der dort? Okay, nochmal. Nee, diesmal nicht. Ja, du. Lol, bist du stuck? Ja, bitte sei stuck, Alter. Nein. Hä? Nope. Ja, kannst noch lange versuchen, Bruder. Ja, oh mein Gott. Als ob. Hier ist einfach nichts. Ah, ich dachte schon. Bitte nicht durch den Boden. Danke, das hatten wir auch schon. Für was ist denn der blaue Schlüssel, hä? Ist hier noch mehr? Nee. Ist er im Fenster verbuggt? Diesen Bug habe ich nämlich schon mal gesehen, dass er da unten festhängen kann. Ist das... Nee, das wir hier... Was brauchen wir hier für ein Schloss? Oder ist die Tür hier verbarrikadiert? Also, ja, sie ist verbarrikadiert von außen, aber... Ist der Nachbar noch hier? Er ist noch stuck. Ich gehe mal runter, ich hoffe es... Oh Gott. Ja, er ist stuck! Jawohl! Das ist ja mega geil. Okay, ja, nice, danke. Also, ich glaube, das Blaue ist ja für hier, oder? Ja. Ich habe gerade... Wieso haben die gerade geklopft, während ich die Tür aufgemacht habe? Du bist weird, du fällst um. Okay, genau, hier müssen wir uns draufstellen, dann kommen wir da hoch. Aber ich glaube, das ist in dieser Version sowieso noch nicht. Das funktioniert, glaube ich, sowieso noch nicht in dieser Version. Aber irgendwo hier war doch auch die Crowbar. Ja, die Frage ist, wo? Und hier geht ja auch noch dieses Loch runter. Alter, ist das creepy da unten. Wieso handelt er mich eigentlich immer noch? Genau, hier geht das ganze hoch. Aber ich glaube, da oben ist ja gar nichts. Wow, wow, wow. Ey, diese Puppen. Die gehen schon wieder übel ab. Okay, wir droppen jetzt hier mal runter. Dann können wir hier mal aufmachen. So, und dann sind wir jetzt hier. No shit, Sherlock. Ah, hier ist die Keycard. Okay, aber wo ist denn die Brechstange? Ich dachte, die ist da oben. Okay, wir sollten uns jetzt natürlich nicht schnappen lassen. Ich versuche hier mal nach hinten zu kommen. Alter, oh mein Gott. Alles klar, Digga. Hier wäre, glaube ich, auch ein Minigame, aber ich weiß nicht welches. Okay. Ja. Kika wäre eingelöst. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch die Brechstange. Ich suche die mal eben und wenn ich sie gewonnen habe, gebe ich euch Bescheid, dann können wir ins Ending. Ein paar Sekunden später. Ah ja, Leute, guck mal, was ich da oben gefunden habe. Da ist irgendwas. Und da oben ist so ein Schalter. Der sieht sehr verdächtig danach aus, dass der das öffnet. Aber wie... Achso, warte, ich brauche kurz irgendeine Box oder einen Stuhl hier. Ey, kann er hier eigentlich in seinem Haus nicht mal Licht einschalten? Danke. Okay, wir hinten das jetzt mal da oben. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so überhaupt treffen kann oder ob wir irgendwie einen Turm bauen müssen oder so. Scheiße, ich treffe wirklich nichts. Oh Leute, ich hab's wirklich getroffen. Ah, das ist der goldene Schlüssel. Ja, wie kommen wir... Wie bekommen wir den jetzt runter? Müssen wir den auch runter schießen? Geht das überhaupt? Nope. Digga, wieso kommt der nicht runter? Digga, wie ich einfach nicht an den Schlüssel komme. Nein, Alter, wie schwierig ist das denn, einen scheiß Kistenturm zu bauen? Das kannst du keinem erzählen, Alter. Ey, wieso kann ich denn den nicht nehmen? Doch, jetzt, Alter. Fucking finally. Okay, der Nachbar hat mich wieder gesehen. Ja, du Opfer. Du bist stuck. Oh my God, stop, bro, I'm stuck. Can you help me? Step, bro, please help me. I'm stuck in the Waschmaschine, Alter. Ach, meine gute Zeit, aber das kennt ihr nicht, das ist ein Insider. Nicht mal die letzten Sommerferien, sondern, glaube ich, die vorletzten Sommerferien. Und da waren es Frühlingsferien, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine geile Zeit. Aber ich habe keine Ahnung, von was ich rede, weil es nicht online kam. Okay, haben wir hier irgendwo... Ich habe einfach gerade aus Versehen ein Fenster eingeschmissen, tatsächlich. Digga, wieso ist alles so dunkel in diesem Haus? Okay, wir haben hier eine Badewanne. Oh, das war's. Hey, really? Ist hier nichts mehr? Was haben wir denn den goldenen Schlüssel geholt? Okay, Leute, ich bin jetzt hier einfach mal auf dem Balkon ausgebrochen. Hier ist auch eine Leiter, aber... Ist hier sonst vielleicht irgendwie die Crowbar? Mann, ich sehe... komme ich hier hoch? Kann man hier hoch? Als ob es geht. Kommen wir jetzt da auf die Gleise oder was? Nee, einfach auf dem Dach weiter nach oben. Hier geht's rein. Ach, jetzt habe ich hier nichts dabei, um reinzukommen. Ach komm, warte mal, ich muss hier mal runter. Okay, da oben können wir vielleicht auch mal noch rein, aber das ist jetzt gerade egal. Wir stellen jetzt hier eine Kiste hin. Wir stellen, glaube ich, noch eine zweite Kiste hin. Jetzt haben wir sozusagen ein kleines Treppchen und das sollte doch reichen. Genau, um hier reinzukommen. Was ist das denn? Wieso ist die... wieso ist die die Taschenlampe nicht auf dem Mittelpunkt? Also wisst ihr, was ich meine? So versetzt irgendwie. Okay, was ist hier? Bruder. Ist einfach nix. Ah doch, die Crowbar. Ich muss dazu zugeben, ich habe ein Video gesehen. Ich muss es mir angucken, weil ich hätte das nie gefunden. Das Ding ist, wie komme ich jetzt hier raus?
Aber wir können auch einfach hier raus. Ich habe ein Video gesehen, dass eben hier das Fenster. Digga, willst du mich verarschen? Mach doch das scheiß Fenster auf. Danke. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass er halt da draußen auf dem Balkon gegangen ist. Und da dachte ich, ach, warte mal, mehr spoil ich mich jetzt mal nicht. Ich will das selber erkunden. Und jetzt haben wir halt trotzdem doch die Crowbar gefunden. Das ist relativ praktisch. Wir gehen jetzt mal ins Ending. Das kommt leider auch noch in diese Folge. Vielleicht ist sie etwas lang. Ich sehe mich jetzt schon beim Schneiden am Verzweifeln wegen der Länge. Aber egal. Vielleicht haben wir hier ein richtiges Ending. Weiß? Ja. Okay, also, hä? Was war das denn? Ich kann wieder rumlaufen im Ending. Trotz dem Ending-Screen. Alles klar. Nee, also, okay, der Nachbar steht weinend in dem Raum. Alles ist sehr hell. Wieso weint der Nachbar? Weil er so alleine ist? Aber wir sind noch bei ihm. Alter, erstmal noch ein Blitz. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt, was denn hier los sein könnte. Wieso, dass der Nachbar da weinend im Zimmer sitzt? Ich denke mal, das Ganze werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Also nicht in der nächsten Folge, aber in einer der nächsten Folge der Alpha 3, werden wir das herausfinden. So friedlich, ich könnte gerade einschlafen. Ja, auf jeden Fall will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Das war's mit diesem Video. Wie gesagt, Like und Abo nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.